Liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Gemeindegeschwister am Bildschirm, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem speziellen Karfreitagsgottesdienst, den wir auf eine ganz besondere Art und Weise feiern. Ein Zeichen der Gemeinschaft und wir dürfen Gott sei Dank durch den Geist Jesu verbunden sein. Das ist die spezielle Gemeinschaft, die wir jetzt auch pflegen dürfen. Ich möchte die Predigt heute über den Text aus Lukas 22, Vers 7 bis 20 halten, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 7 bis 20. Bevor wir den Text lesen, verweise ich noch auf das gemeinsame Lied nach, dem, nach der Predigt. Falls jemand das große Gesangbuch der Mennoniten in die Hand nehmen will und nachher mitsingen will, der Text wird auch eingeblendet werden, aber vielleicht will jemand die Noten haben, findet sich im großen Liederbuch unter der Nummer 252. Für mich gingst du nach Golgatha und im großen Liederbuch der Gemeinde unter der Nummer 252. Ich lese nun den Predigtext aus dem Lukasevangelium, Kapitel 22, die Verse 7 bis 20. Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passerlam geschlachtet werden musste. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das mal, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt zu dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamal essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Pos Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passamal. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen. Mich hat herzlich verlangt, dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mall und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Soweit der Text. Wir wollen kurz bieten. Herr Jesus, ich danke dir auch für dieses Wort und für das letzte Mal, in dem du den neuen Bund gestiftet hast. Dass du diesen Bund dann durch dein Blut gestiftet hast, durch deinen Tod am Kreuz. Und danke, dass wir jetzt uns daran erinnern dürfen und auch gemeinschaftlich ja, wissen dürfen: Du hast uns erlöst, du hast uns befreit, du hast uns befähigt, deinen Willen zu tun, in deiner Gemeinschaft zu leben, auch miteinander. Amen. Das Leben, das Thema: Jesu Hingabe als Grundlage unserer Gemeinschaft mit Gott und mit den Mitchristen. Hier geht es jetzt speziell um die Gemeinschaft der Christen. Miteinander natürlich befähigt Jesus uns auch speziell zur Gemeinschaft mit allen Menschen. Dazu folgende Gliederung. Erstens. Das Blut Jesu als Bürger des neuen Bundes, zweitens das Brot als Zeichen der Gemeinschaft mit Gott und drittens das Brot als Zeichen der Gemeinschaft mit den Mitchristen. Mich hat herzlich verlangt, sagt Jesus hier. Es geht ihm darum, nicht nur darum, dass er das letzte Passa feiern will, sondern es geht hier um die besondere Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Jesus wusste, dass er demnächst sterben würde, wie es im Alten Testament schon vorhergesagt wurde. Und äh, Jesus wollte noch einmal diese innige Gemeinschaft mit seinen zwölf Jüngern, die auch Apostel genannt werden, äh, diese Gemeinschaft pflegen. Und er nutzt diese Gelegenheit, um den neuen Bund zu stiften. Was da, damit gemeint ist und was das für uns bedeutet. Was das auch für unsere Gemeinschaft mit Gott und für unsere Gemeinschaft untereinander bedeutet, darüber möchten wir nun anhand der Bibel nachdenken. Erstens, das Blut Jesu als Bürger des neuen Bundes. Zuerst ein kurz zu die, zum Kontext, zum Hintergrund. Jesus schickt seine Jünger in die Stadt. Das war Donnerstagabend, wie wir annehmen können am freitag war der vierzehnte nisan und jesus feiert jetzt schon am vorabend ich gehe davon aus dass das gleichzeitig mit den pharisäern geschah feiert er das passa das passa erinnert an den auszug aus ägypten an die befreiung der israeliten als sie einst in ägypten sklaven waren und wie gott sie befreit hat dieses passa wurde jährlich gefeiert und die leute kamen nach jerusalem es wird berichtet, dass es über zwei Millionen waren jährlich. Für eine kleinere Stadt wie Jerusalem, vielleicht 40.000, 50.000 Einwohner, war das natürlich ganz schwierig, die alle aufzunehmen. Und deswegen haben die zum großen Teil auch außerhalb der Stadt übernachtet. Aber Essen sollte man, das passa, eben innerhalb der Stadt mauern. Es ist anzunehmen, dass Jesus das letzte Mal auf dem heutigen Zionsberg gefeiert hat, war möglicherweise auch bei Ezenen damals zu Hause. Und dort hatte Jesus einen größeren Saal, der wahrscheinlich später von den Christen benutzt wurde als Versammlungsraum. Dort durfte Jesus dann dieses Passa, dieses letzte Passa feiern mit seinen Jüngern. Und bei dieser Gelegenheit sagt Jesus, mich hat herzlich verlangt, mit euch zu feiern. Und wir lesen hier dann Lukas 22, Vers 20, Jesus nahm den Kelch. Mit dem Kelch ist der Becher gemeint, und den Jesus hier nutzt, um den neuen Bund zu stiften. Was ist das für ein neuer Bund? Um das zu wissen, müssen wir uns an Jeremia 31, Vers 31 bis 34 erinnern. Jeremia war ein Prophet, der um 600 vor Christus wirkte und das Kommen Jesu vorher verkündigte und er verkündigt einen neuen Bund. Dieser neue Bund erinnert an den Sinai-Bund, das heißt als Israel... Unterwegs war von Ägypten ins verheißene Land, dann hielten sie am Berg Sinai, wo Gott sich offenbart hat, auf dem Berg, dem Mose offenbart, und dort wurde ein Bund gestiftet, den nennen wir den alten Bund, weil eben dazu ein neuer Bund kommt. Neu heißt hier mit einer neuen Qualität als Erfüllung des alten Bundes. Und Jeremia knüpft daran an und sagt, siehe, es kommen Tage, da Gott mit dem Haus Juda und mit dem Haus Israel, also mit ganz Israel, einen neuen Bund stiften wird. Nicht wie den alten Bund, den sie immer wieder übertreten haben, sondern Gott wird ihnen ihre Sünden vergeben. Das heißt mit anderen Worten, Gott wird auch dafür sorgen, dass die Möglichkeit besteht, dass der Mensch vollkommene Vergebung der Sünden empfangen kann. Das war durch den alten Bund nicht möglich. Das wird der neue Bund ermöglichen er wird vollkommene Vergebung der Sünden bringen und Gott sagt, ich werde mein Gesetz in ihr innerstes legen. Das ist der neue Bund, den Jeremia verheißt und daran knüpft Jesus an. Nun was heißt einen Bund stiften? Auf hebräisch heißt das wörtlich einen Bund schneiden. Auf hebräisch schneidet man also einen Bund. Warum wird ein Bund geschnitten? Weil bei einem bei der Stiftung eines Bundes Tiere geschlachtet wurden und die wurden dann in der Mitte in zwei geschnitten und die wurden aufgehängt. Die Bundespartner sind dann da durchgegangen als Zeichen dafür, dass mit ihnen geschehen möge, wenn sie den Bund übertreten würden. Das, ist, das heißt, einen Bund schneiden. Also ein festlicher Vertrag ist das, den man miteinander äh, vereinbart. Nun ist es aber so, dass Gott ja nicht einfach ein Vertragspartner für uns ist, sondern Gott selbst auch bestimmt, was der Bund ist und was er beinhaltet. Und dieser Bund hat von Gottes Seite, wenn Gott einen Bund stiftet mit seinem Volk, hat er immer zwei Seiten. Gott sagt zuerst, das schenke ich euch. Ich schenke euch Erlösung. Ich habe euch aus Ägypten befreit. Ich bin es, der eure Sünden wegnimmt. Ich schenke euch das göttliche Heil, ich schenke euch ewiges Leben, ich schenke euch meinen Geist. Und Gott schenkt dem Volk seine Gebote und durch den Bund ermöglicht er ihnen auch darin zu leben, ermöglicht er befähigt er sie, dass sie in diesem Bund leben können. Das sind die zwei Seiten. Gott Verlangt, Gott schenkt etwas, aber verlangt dann auch, dass sein Wille respektiert wird. Der mit dem Bund verheißen wird oder der mit dem Bund verbunden ist. Nun spricht Jesus, also Jesus nimmt diesen Becher und sagt: Das ist der neue Bund. Beim Passa mal wurden grundsätzlich drei Becher getrunken. Entschuldigung, vier. Es waren vier Becher, zwei vor dem Mal und zwei nach dem Mal. Und der dritte Becher, das ist der Becher, der direkt nach dem Mal gefeiert wurde. Und über dem Becher wurde das Lobpreis für die Erlösung Gottes ausgesprochen. Der Hausvater erzählte dann, wie Gott Israel befreit hat. Das ist bis heute so. Paulus spricht deswegen im 1. Korinther 10 vom Kelch des Segens oder eine treffendere Übersetzung vom Kelch des Lobpreises. Das gleiche Wort bedeutet Segen oder Lobpreis. Der Lobpreis für Gottes Erlösung. Der Becher mit dem Inhalt, mit dem Wein, weist in diesem Fall auf das Blut Jesu hin als das Blut Jesu als Bürger des neuen Bundes. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben am Karfreitag und hat die ganze Sündenschuld Israels und der Welt auf sich genommen. Die ganze Sündenschuld, jede Sünde in deinem und in meinem Leben. Alle Sünden, die wir begangen haben. Wir erinnern uns daran, dass es drei Stunden lang finster war. Von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags war es finster über dem ganzen Land. Und wenn die Bibel davon spricht, dass über dem Land Finsternis herrscht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Gericht Gottes auf dem Land liegt. Und hier ein Zeichen, Jesus trägt das Gericht Gottes über deine und meine Sünde am Kreuz und er nimmt es auf sich. Darüber lesen wir dann auch in Jesaja 51 zum Beispiel ab Vers 7 vom Becher des Grimmes Gottes, vom Kelch des Zornes Gottes, den Gott von Israel wegnehmen wird und den Peinigern geben wird, den Peinigern Israels. Jesus tritt hier in die Bresche und nimmt diesen Kelch als Peiniger auf sich, obwohl er nie gesündigt hat. Der Sohn Gottes, er ja, der nie gesündigt hat. Und ermöglicht damit die wahre Sündenvergebung, das wahre Heil, ewiges Leben als Geschenk von Gott. Und das ist, was Jeremia verheißen hat. Ich will Ihnen Ihre Sünden vergeben und will mein Gesetz in Ihr Inneres legen. Und auch Hes Hes Hesekiel knüpft daran an, Hesekiel 36, Vers 25 bis 27. Gott sagt durch Ezekiel, ich werde das steinerne Herz aus ihrer Mitte nehmen und ich werde ein fleischernes Herz in sie hineingeben und ich werde meinen Geist in, in sie hineingeben und werde Menschen aus ihnen machen, die in meinen Geboten wandeln. Das ist der neue Bund, der uns befähigt, der uns vor allem Gottes Heil vermittelt, vollkommene Sündenvergebung, ewiges Leben und Frieden mit Gott. Und der uns befähigt, Gottes Willen unserem Leben zu tun. Frage ist: Haben wir diese vollkommene Vergebung der Sünden durch Jesus Christus? Das darf jeder wissen. Das kann und soll jeder wissen, weil Jesus alles auf sich genommen hat. Es steht für uns heute diese Möglichkeit, dass wir wissen dürfen: Alle meine Sündenschuld, alles, was ich getan habe, ist mir Hinweggenommen, ist auf Jesus gelegt worden, vor 2000 Jahren schon. Ich habe Frieden mit Gott. Ich muss und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, weil Gott es gereinigt hat. Zum Zweiten, Brot als Zeichen der Gemeinschaft mit Gott. Es ist interessant, dass beim letzten Mal Jesus das Lamm, das ja so eine wichtige Rolle spielt, kaum mehr eine Rolle spielt, sondern das Brot. Damit will Jesus sagen: Es ist ein Leibbrot, den wir brechen, und es ist mein Leib, das, das, der Leibbrot als Zeichen für meinen Leib, der vor euch gebrochen wird, am Kreuz. Ich habe hier Brot mitgebracht, das meine Frau gemacht hat, eine Ehre. Bisschen zerbrechlich. Ja, es sind 13 kleine Brötchen. Damals war es ein bisschen anders. Aber als Zeichen, dass das Brot von der Ehre kommt, und Jesus nahm das Brot und brach es. Manche sprechen hier vom Affikoman, darüber will ich jetzt nicht weiter sprechen, das ist aus der Zeit Jesu nicht belegt, dass Jesus Affikoman ge genommen hat. Wichtig ist hier, dass er den Leib Brot genommen hat, als Zeichen dafür, dass er seinen Leib hingeben würde am Kreuz, als Zeichen der Gemeinschaft mit Gott. Darüber spricht Jesus ausführlicher in Johannes 6, Vers 48, lese ich und weiter. Johannes 6, das war im Zusammenhang mit einem Passafest und Jesus hatte gerade 5000 Familien gespeist. Das heißt, er hatte ein Wunder getan. Und durch dieses Wunder konnten 5000 Familien gesättigt werden. Und dann spricht er über das wahre Brot. Wenn Jesus Menschen speist durch ein Wunder, dann erinnerten die Juden sich zu seiner Zeit an Mose, der dem Volk das Manna gegeben hatte in der Wüste und wussten, er ist der Messias. Denn solchen erwarteten sie. Und Jesus sagt: in Johannes, 6 ab Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Wenn hier vom Leben die Rede ist, meint Jesus jeweils das ewige Leben. Das Leben, das nach dem Tod weitergeht bei Gott. Und Jesus sagt weiter, eure Väter, das sind die Vorfahren zur Zeit von Mose, haben das Manna in der Wüste gegessen und sie sind gestorben, trotzdem. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Damit will Jesus sagen, ich bin das Brot, ich komme von Gott, ich war bei Gott, bevor ich auf die Welt kam. Damit, ihr davon, damit man davon esse und nicht sterbe. Also geistlich, innerlich, ewig lebe und auch körperlich dann auferstehen können. Das ist, was Jesus hier sagt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wichtig ist hier noch zu wissen, das hebräische Wort für Fleisch bezeichnet auch gleichzeitig den Leib. Jesus sagt hier damit, das ist ein Zeichen für meinen Leib, den ich hingebe und, und durch diesen Leib werdet ihr ewiges Leben haben. Wenn ihr das aufnimmt, wenn ihr das annimmt, was ich am Kreuz für euch tue, dann lesen wir weiter, die Juden stritten nun miteinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst, also von Jesus, und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch, kein ewiges Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das heißt, er wird körperlich, physisch auferstehen. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Brot ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so auch wer mich ist, der wird auch leben um meinetwillen. Das ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot ist, wird in Ewigkeit leben. Die Frage ist, wie ist das möglich? Das war den Juden damals schon unbegreiflich und äh, vielleicht verstehen wir das auch nicht. Jesus wollte natürlich sagen: Mein Leib, mein Körper ist wieder ein Leib Brot. Und das wird, er wird zerbrochen werden. Am Kreuz wird er zerbrochen werden für euch. Das heißt, ich werde sterben. Und dieses Sterben, dieses Blut vergießen ist die Voraussetzung, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Dass wir echte Gemeinschaft mit Gott haben können. Es ist vielleicht auch wichtig zu wissen, wenn Jesus sagt, wer von dem Brot isst, das damit gemeint ist, dass man immer essen soll. Das heißt, ständig Gemeinschaft haben mit Jesus. Durch diese Gemeinschaft mit Jesus haben wir die Gemeinschaft mit Gott, haben wir ewiges Leben. Und das geht immer wieder und immer wieder. Wir erinnern uns beim Abendmahl daran, aber das ist nur eine Erinnerung. Diese Gemeinschaft mit Jesus haben wir beständig im persönlichen Leben und auch als Gemeinschaft der Gläubigen. Und diese Gemeinschaft mit Jesus ist unsere Kraftquelle, von der wir leben die uns hilft und die uns die Kraft schenkt, Sünde zu überwinden. Jesus hat am Kreuz die Sünde verurteilt, die Sünde der Welt. Er hat sie verdammt. Er hat Satan und Sünde besiegt, auch durch seine Auferstehung und Himmelfahrt. Jesus ist der Sieger. Und er schenkt uns ewiges Leben, dessen die Ewigkeit fließt, so sagt Jesus das, aber auch jetzt schon uns erfüllt. Und Christen haben deswegen auch ein klares Nein zur Sünde, weil Jesus Sünde verurteilt hat. Und durch Jesus können sie die Sünde überfinden, weil Jesus die Kraftquelle ist in ihnen. Und damit komme ich zum Dritten: Brot als Zeichen der Gemeinschaft mit den Mitchristen. Essen geschieht in der Regel in der Gemeinschaft, was jetzt für einige sicher schwierig ist, leider. In dieser Zeit der Corona-Krise, wo man nicht mit anderen zusammenkommen sollte, wird es schwieriger sein und doch haben wir geistliche Gemeinschaft. In der Regel ist es langweilig, allein zu essen. Vielleicht könnt ihr zustimmen, vielleicht auch nicht. Ich finde, den meisten geht es auf jeden Fall so. Essen ist schon in der Bibel ein wichtiges Zeichen der Gemeinschaft, auch der geistlichen Gemeinschaft. Interessanterweise lesen wir das auch im Zusammenhang mit dem Alten Bund. Als Mose auf dem Berg war und dort der alte Bund gestiftet wurde, Mose ging mit den Priestern und mit 70 Ältesten auf den Berg, und, um dort Gott zu begegnen. Und wir lesen dann im 2. Mose 24, Vers 9 bis 11, und Mose und die Priester und die Ältesten schauten Gott. Wie konnten sie Gott schauen? Das ist Jesus Christus im Alten Bund. Gott Vater kann niemand schauen, außer dass er sterbe. Aber Jesus Christus hat den Bund vermittelt. So lesen wir das zum Beispiel vom Engel des Herrn im Richter 2. Er ist der Bundesvermittler. Und ihn durften sie in seiner Herrlichkeit schauen, wie die Jünger auf dem Berg der Verklärung. So durften Mose und äh, die 70 Ältesten, die Priester, Gott, Jesus dort schauen, als Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Und sie aßen und sie tranken in der Gegenwart Gottes. Und äh, Jesaja verhieß um 700 vor Christus eine kommende Heilzeit, von der wir nachlesen können im Buch Jesaja. In Kapitel 25, Vers 6 bis 10. Jesaja 25, Vers 6 bis 10. Und der Herr, der Herrscher, Gott wird auf diesem Berg, auf Jerusalem, dem Berg Sion, allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, ein Markigen von markigen fetten Speisen, geläuterten alten Weinen dann wird er auf diesem berg die hülle verschlingen die das gesicht aller völker verhüllt und die decke die über alle nationen gedeckt ist den tod verschlingt er auf ewig und der herr herr wird die tränen abwischen von jedem gesicht und die schmacht seines volkes wird er von der ganzen erde hinwegtun denn der herr hat geredet bis vers 8 habe ich jetzt gelesen aus Jesaja 25. Damit sehen wir, dass das Essen ein Zeichen der Gemeinschaft ist mit Gott und ein Zeichen der Gemeinschaft der Gläubigen untereinander, hier vor allem als Zeichen des eschatologischen Essens, das heißt des Essens im Reich Gottes, wenn Jesus wiederkommt. Auch darauf hat ja Jesus hingewiesen, und sagt, ich werde von diesem Kelch nicht mehr trinken, bis ich ihn trinken werde im Reich Gottes, das heißt nach seiner Wiederkunft. Jesus wird also wiederkommen und solche Verheißungen erfüllen. Dann werden wir diese vollkommene Gemeinschaft nicht nur mit Gott haben, sondern auch untereinander. Im Himmel sieht es also nicht Gefängnisse wo jeder für sich in einer Zelle eingesperrt ist, sondern es gibt viele Wohnungen und äh, da haben wir Gemeinschaft auch miteinander. Gemeinschaft hier beim Essen und beim Trinken, das ist ganz wichtig in der Bibel. Nun schreibt Paulus im 1. Korinther 5, Vers 11 und sagt, wenn jemand als, sich als Bruder bezeichnet, das heißt als Gemeindebruder oder Gemeindeschwester, als gläubige Person und lebt aber bewusst in der Sünde. Mit so einer Person soll man nicht länger essen. Wie soll man das verstehen? Im Griechischen ist gemeint, dass man nicht beständig mit so einer Person essen soll. Und wahrscheinlich ist hier vom Zusammenhang das Gemeinschaftsessen im Zusammenhang mit dem Abendmahl gemeint. Damals als Herrenmahl bezeichnet, sehr wahrscheinlich ist dieses Gemeinschaftsessen gemeint, denn. Paulus hatte vorher geschrieben ab Vers 7, auch wir haben ein Passalam. Und das Wort Passa bezeichnet das Passalam, aber auch das Passamal. Und er sagt, darum lasst uns Feste feiern mit dem ungesäuerten Brot. Sauerteig ist hier ein Bild für die Sünde. Und Jesus und Paulus sagt damit, wir sollen den Sauerteig, die Sünde, ablegen. Die Sünde, die auch unsere Gemeinschaft untereinander stört. Wie schnell stört die, die Sünde auch unsere Gemeinschaft untereinander? Die sollen wir ablegen. Alles, was die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft, die echte Gemeinschaft untereinander stört, sollen wir ablegen. Und wir sollen das Fest feiern mit Lauterkeit und in der Wahrheit, in der göttlichen Wahrheit. Im 1. Korinther 10, Vers 16 und 17 schreibt der Apostel Paulus, der Kelch des Lobpreises, über den wir das Lobpreis Gottes aussprechen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des, Christ des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, und wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Jesus hat ein Brot genommen als Zeichen, dass er seinen Leib hingibt. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir durch ihn wiedergeboren sind, innerlich neu geboren, weil Gott uns neu gemacht hat, weil Gott uns die Vergebung der Sünden geschenkt hat, weil er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Wenn wir das erlebt haben, dann haben wir auch miteinander Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft, echte geistliche Gemeinschaft. In einem Leib. Das ist, was Paulus hier anspricht. Sünde stört. Aber Jesus mit seinem Heiligen Geist befähigt uns dazu. Und dass wir ständig jetzt davon essen dürfen, von Jesus, wie Jesus das in Johannes 6 sagt, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir als Christen ständig von der Vergebung leben. Wir brauchen ständig die Vergebung von Gott. Aber wir brauchen auch ständig die Vergebung untereinander. Sonst wird Gemeinschaft zerstört. Vergeben heißt loslassen. Wenn wir vergeben, dann existiert die Schuld nicht mehr. Dann ist sie losgelassen, dann ist sie verschwunden, weil Jesus sie am Kreuz getragen hat. Und dann haben wir echte Gemeinschaft unter. Das ist, was Tag Freitag auch bedeutet. Und das ist auch, was das Abendmahl immer wieder zum Ausdruck bringt. Und ich fasse die Botschaft kurz zusammen. Jesu Blut ist der Bürger des neuen Bundes. Und Bündnisse wurden geschlossen, indem Tiere geschlachtet wurden. Diese Tiere konnten aber nicht die Sünde wegnehmen. Und Jesus gibt nun sein Leben hin indem sein leben am kreuz ja indem er am kreuz stirbt dem er durchbohrt wird anschließend sein blut verfließt jesus gibt sein leben hin um uns die gemeinschaft mit gott zu ermöglichen um uns ewiges leben zu ermöglichen um uns in diesen bund mit hineinzunehmen diesem bund das uns ewiges leben schenkt Und wenn wir jesus haben dann haben wir dieses leben Jesus befähigt uns für die Gemeinschaft mit Gott. Das Brot ist dafür ein Zeichen. Jesus brach das Brot. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus uns für die Gemeinschaft mit Gott befähigt. Und wir brauchen immer wieder die Vergebung, um in dieser Gemeinschaft zu leben. Und es befähigt uns auch, die Gemeinschaft untereinander zu leben. Wir brauchen auch untereinander immer wieder diese Vergebung, damit wir die echte Gemeinschaft Erleben können. Vielleicht ist das in der Gemeinde jetzt einfacher, wenn man sich nicht so sieht, aber umso schwieriger in der Familie, wie wir das ja immer wieder hören, umso wichtiger, dass wir dort lernen zu vergeben, echt zu vergeben, echte Gemeinschaft zu pflegen. Wie können wir diese Gemeinschaft pflegen? Normalerweise feiern wir am Karfreitag das Abendmahl. Und wir feiern auch immer wieder ein gemeinschaftliches Essen. Ein richtiges Essen in der Gemeinschaft. Wie es die Urchristen getan haben. Und wie es die Juden ja bis heute tun mit dem Passa. Und das dürfen wir jetzt auch einfach zu Hause. Wir können gerne Brot brechen. Wir können gerne auch den Becher nehmen. Und wir können vor allem auch die gemeinschaftliche Mahlzeit genießen. Uns freuen darüber, was Jesus für uns getan hat. Uns daran erinnern. Wenn du aber zu Hause allein bist, dann bitte nicht lange einfach Mitleid haben. Selbst Mitleid bringt nicht weiter, sondern sei dankbar. Und überlege vielleicht, wen du anrufen kannst, mit wem du jetzt Gemeinschaft legen kannst, vielleicht auch am Nachmittag, vielleicht etwas später. Wem könnte ich eine Freude bereiten? Durch ein kleines Zeichen. Heute. Morgen, wir haben genug Zeit. Wem könnte ich eine Freude bereiten? Das hilft weiter. Den Blick von uns weg auf andere Menschen, die ja unsere Hilfe vielleicht nötiger haben als wir selbst. Und es gibt genug davon. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Gott schenke Gnade, dass wir in dieser Gemeinschaft leben können, jetzt auch dieser Corona-Krise. Und umso mehr dann, wenn die dann vorbei ist. Ja, und ganz besonders, wenn Jesus wiedergekommen ist. Dann wird uns nichts mehr stören. Dann wird die Gemeinschaft vollkommen sein. Darüber dürfen wir uns jetzt schon freuen. Und darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen. Lasst uns am Schluss beten. Herr Jesus, nochmals ganz herzlichen Dank, dass du dein Leben hingegeben hast, um uns Sündenvergebung zu ermöglichen uns Frieden mit Gott zu ermöglichen, aber auch Frieden mit den Mitmenschen, besonders mit den Mitchristen. Du schenkst uns diesen wahren Frieden. Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir immer tiefer hineinwachsen. Deine Güte und Gnade segne die Gemeinschaft heute. Segne auch ganz besonders diejenigen, die allein sind, vielleicht irgendwo abgeschlossen sind, die abgeriegelt fühlen, dass sie wissen, dass du bei ihnen. Bist. Und dass auch viele an sie denken, dass sie nicht alleine sind. Danke Herr, dass du bei uns allen bist. Amen. Ja, Rahel, danke ich an dieser Stelle, dass sie uns begleitet beim Singen. Lasst uns doch das Lied singen. Für mich gingst du nach Golgatha. Ein wunderbares Lied, denke ich, das ganz gut passt. Für mich gingst du nach Golgatha, wer das aus dem großen Liederbuch mitsingen möchte, unter der Nummer 352. Auf hinweisen, dass wir Sonntag wieder die Möglichkeit haben, so Gott will, eine Predigt zu hören, eine Osterpredigt am Sonntag um 10 Uhr über den gleichen Kanal und dann am nächsten Mittwoch wieder um 19.30 Uhr die Bibelauslegung. Wir sind im Matthäus im Evangelium Kapitel 13. Und ich schließe mit dem Vers aus dem zweiten Korintherbrief, Vers 13, Kapitel 13, Vers 13. 2 Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich wünsche allen gesegnete Feiertage. Besonders die gesegnete Gemeinschaft mit Gott, miteinander. Gott befohlen.